Hallo Carsten, hier ist der Uwe. Mir ist ein kleines Problem aufgefallen, wenn ich im Papo im Backend bin, also in der neuen 4.1.2-Version, und dann aufs Frontend gehe. So. Und dann im Frontend hier oben gleich die Sprachwahl angehe. Ja, schau dir mal an, jetzt ist er hier auf index.php, jetzt gehe ich mir auf die Sprachwahl und gehe mal auf Englisch. Dann kommt er hier auf eine index.php. Ja, und dann fehlt hier entweder ein Schrägstrich oder sonst irgendwas hier oben drin. Ja, und er kommt halt auf eine, ja, also eine Fehlerseite. Das heißt, also diese Seite hier, die gibt es gar nicht. Und das gleiche passiert auch, wenn ich dann hier nochmal drauf gehe und dann hier zum Beispiel auf Holländisch jetzt gehe. Also immer wenn oben Index.php drin steht und ich gehe auf die Sprachwahl, dann ja, fängt er hier an, hier eine URL zusammen zu basteln, die es so gar nicht gibt. Das scheint immer ein Fehler zu sein. Und solltest du mal gucken. Also ich hoffe mal, dass die Leute sonst nicht so drauf kommen, weil wenn sie auf Home gehen, dann ist eigentlich die Index.php, ja doch, die bleibt die ganze Zeit bestehen, also das ist blöd. Ja, wenn ich von hier aus drauf gehe, jetzt quasi von einer anderen Seite und jetzt auf die Sprachwahl gehe, dann passiert zum Glück nichts. Also scheint es zu sein, dass der Fehler, na ja doch, okay, er geht jetzt nicht aufs Impressum, geht auf die Seite hier, ja, die Startseite. Jo, also ist ein Fehler, wäre schön, wenn der in Ordnung kommt. Danke, tschüss.